Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So Leute, dann schauen wir doch heute mal rein, was gibt's denn hier aktuell in Mamas Altmuschel. Ist immer noch die Missy Tina drin in Mamas Altmuschel, Geheimnisschatulle. Gehen wir hier in den Shop direkt rein. Schau mal, hier haben wir nach wie vor dann die Talent Show Tirebox. Die müsste jetzt auch bald, na, 4 Tage, 17 Stunden ist sie noch drin. Talent Joe, Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, K-Pop Joe, Roller Disco Courtney und Eugene Belcher. Wie gesagt, sehr interessant auch hier diese LA Entertainment Pre-Combo. Hier die Combos mit Castagnet Zoidberg, Music Video Studio, Hip Hop Bob. Der LA Entertainment. Also natürlich jetzt nur mal so diese Konstellation. Du kriegst die LA Entertainment gemaxt zusammen und da unten noch die Combo Mastery ist natürlich perfekt. Ne? Das wäre der Jackpot. Jo, auf jeden Fall sehr interessante Box. Jetzt schauen wir mal. Warum machst du das nicht? So, hier die Burobu Tire Box. Jetzt demnächst startet ja der Burobu, die Burobu Challenge wieder. Medicated Stewie, Sack Zentmünzen, Philip J. Fry, kabellose Audiotransmitter, Chinchilla Addict Wayne und Dr. Amy Wong. Auch hier sehr interessant, Burobu Addict. Und diese Fülle von Kombos habe ich euch in dem gestrigen Video alle präsentiert, erklärt, die ein oder andere Taktik vorgestellt, auf welche Karten wird es ankommen bei dieser Challenge. Schaut einfach rein, wenn es euch interessiert, der Burobu. Die Challenge, die kommt jetzt und dann solltet ihr auf jeden Fall vorbereitet sein. Hier haben wir das Mythic Roger Pack mit typischer Elternbeschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder. Roller Disco, Courtney, Troubadour Jeff und Eugene Belcher und hier diese Fahrt, School Louise und der Boombox Teddy. Auf jeden Fall auch interessante Karten hier. Natürlich der Mythic Watcher, mega geil. Aber sehr unwahrscheinlich, dass ihr den ziehen werdet. Dann sind wir dann auch schon in den Daily Combo Masteries angelangt. Schauen wir mal hier rein, was es da heute so gibt. Ist was dabei, der Traumatized Hank. Das ist dieser da. Gucken wir uns mal an, was der kann. So, da unten. Das ist der da. Ich ziehe den mal ein bisschen runter. Oder? Machen wir so. Wie machen wir das am besten? So machen wir es am besten. Ne, komm, wir machen den wieder ein bisschen kleiner. Hm? So, dann kann man jetzt noch sehen, um was es sich handelt. Genau. So, der Traumatized Tank. Hank Hill. Mit Waffenkarten, Pantry Guns, Revanche und Bombe kommen bei raus. Selbst wenn wir den jetzt mal maxen würden, ist das Ganze nicht so traumatisierend, wie die Karte klingt. Jetzt haben wir hier 19-fach Revanche, 15er Bombe, 20 Angriff, 72 Leben. Das ist, ja, ist ganz okay, ist eigentlich ganz nice, aber es ist auf jeden Fall keine 500 Gems wert. Definitiv nicht. So, dann haben wir die Claw Machine. Gucken wir uns die mal an. Eine Amy. Dann haben wir noch unten die Dr. Amy Wong. So, Amy, Dr. Amy Wong hier mit dem Rappert. Kabelloser, da ist er wieder, der Wireless Audiotransmitter. Ne, den braucht ihr auch. Oder zumindest mal macht er Sinn in der Burobu Challenge. Hier die Claw Machine. Ist jetzt natürlich eine der Kombos, die da auch aktuell mit vertreten sind. Hast du 13-fach motivieren, 20-fach Leech oder Blutsauger, 23 Angriff, 72 Leben. Da 10% mit drauf könnten unter Umständen interessant sein. Noch viel interessanter ist natürlich, dass diese Combo in der Burobu Challenge jeweils einen 100% Bonus bekommt. Da machen die 10% jetzt, ja, es wären dann, die 10% wären dann automatisch 20%, ne? Aber auch da wiederum, 500 Gems ist ein Haufen Holz für eine Combo Mastery.
So, hier haben wir Opera Francine. Opera Francine ist gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal hier unten. Das sind aber nur zwei. Es ist tatsächlich nur ein. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Es ist tatsächlich nur die eine Combo. Sensationell eine Combo. Ah! Hier mit der Francine Smith. Und dann hast du hier das Witch-Kostüm. Aber zieht euch das mal rein. Jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt zieht euch das Ding mal rein. Eine gemaxte Francine und ein gemaxtes Hexenkostüm, ein Witch-Kostüm. Und dann kommt da hinten Opera Francine raus mit 32 fucking Punch und 26 Angriff. Was zum Geier? Das ist mir noch gar nicht bewusst geworden, dass sie so bombastisch ist, ja. Das sind ja alleine 58 im First Hit. Und das ist jetzt noch nicht mal mit einem Bonus. What the fuck? Dann hast du natürlich, okay, Cheers wieder eingeschränkt, Schild wieder eingeschränkt, aber 32, 26, das ist mega krank. Selbst da oben bei der billigen, epischen Francine hast du ja hier tatsächlich schon 42. Wow, Francine Smith. Das Einzige, was sie kann, ist hier singen scheinbar. Und ansonsten kannst du die Karte vergessen. Aber das ist gigantomanisch. Ey. Das, wenn ich mir vorstelle, da knallst du jetzt nochmal 10% drauf, dann bist du bei 35 Punch. Und da unten könnten es eventuell schon 3 sein, je nachdem, wie Congregate mal wieder rechnet. Im Normalfall müssten es 3 sein beim Aufrunden. Dann wärst du bei 29 und 35. Das wären schon 64 im First Hit. Wow! 64 im First Hit ist übelst. Übelst. Also damit machst du eigentlich alles kaputt. Jo. Also wer tatsächlich eine Francine Smith sein eigen nennt und dazu noch das Witch-Kostüm. Kommt ja noch mit hinzu, dass das Witch-Kostüm ist ja eine sehr seltene legendäre Karte. Die kriegst du nicht einfach so. Die kannst du nicht einfach so pullen, ne? Switch-Kostüm. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ihr diese Kombination haben werdet. Aber sollte jemand unter euch diese Kombination zur Verfügung haben, dann knallt jetzt da die Steinchen rein, weil das ist heftig. So, damit wären wir auch schon mit Opera Francine auch schon wieder durch. Und dann sind wir hier bei der Pickel ausdrückenden Mac oder Sid Popper Mac. Und Sid Popper Mac oder Pickel ausdrückender Mac ist diese da. Da hast du eine Mac. Können wir auch eigentlich schon gleich maxen. Die Mac maxen. Ja, Mauer und Bombe. Was ist überhaupt? Pickel ausdrückende Mac. Waffenkarte. Also der Eiterpickel ist die Waffe. Er schießt mit Eiter um sich. In der Pubertät, da wird mit Eiter geschossen. Sitznachbar freut sich. So, Leute. Wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben, dann schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, man gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.